Im heutigen Video, Leute, pranken wir einfach den Lügner Lumex. Er weiß noch gar nicht Bescheid. Er denkt, wir spielen einfach so ein Kronbattle gegeneinander mit den neuen Emotes. Das Ding ist aber, Freunde, der Lumex hat gar nicht die Emotes. Denn ich habe die Emotes, weil ich habe das Glücksrad gedreht und er nicht, nämlich in der Beta. Und deswegen verarschen wir den mal so ein bisschen. Mal gucken, wie er ausrastet. Ich will ihn richtig zum Ausrasten bringen. Wir gehen direkt rein, checken gerne Lumex ab und wir tun so, als ob wir ganz normal Kronbattle spielen. So, Leute, da sind wir jetzt auch schon drin. Bro, bist du am Start? Lumi, Lügner Lumex, was geht? Junge, kannst du einmal bitte aufhören, in einer Aufnahme mich Lügner Lumex zu nennen? Kriegst du das hin, Seville? So, ich habe wieder gar nichts gehört. Bei mir ist irgendwie ganz komisch. Vielleicht habe ich irgendwas in den Ohren drin, ne? Ja. Aber, Bro, wir werden heute auf jeden Fall jetzt mal gegeneinander ein Kronenduell machen. Und genau, oder Kronenduell, Kronenbattle. Das Coole dabei ist, wir dürfen Emotes und so einsetzen. Wir machen heute mit Emotes und alles andere tatsächlich. Alles andere, wirklich, alles andere. Ich bin gerade muted, Leute. Er hört mich nicht. Ja, mit Emotes, Bro. Mit Emotes. Und du darfst natürlich dein Box-Emote einsetzen. Unsichtbarkeit. Okay. Alle, die es gibt. Alle. Ey, das ist ja übel chillig. Ja, okay. Ich habe alle reingemacht. Kick-Emote, Banani-Emote. Alles? Mach ich auch noch rein. Ja, ja, alles rein. Alles, hier. Leute. Okay, und ich würde sagen, ich spiele noch so für die Zuschauer so ein unveröffentlichter Skin, der noch bald reinkommt, Leute. Und zwar hier der Gargamel-Smurf, der von den Schlümpfen. Sieht richtig cool aus. Der kommt auch, glaube ich, bald raus bei uns. Und dann würde ich sagen, Bro, wir gehen jetzt nämlich zusammen in die Runde rein. Und dann gucken wir mal, wer mehr Kronen hat. Und übrigens, der Verlierer, Freunde, muss dem anderen 500 Euro zahlen. Hast du so viel Geld gerade am Start? Was, Bro? 500 Euro? Hast du so viel Geld gerade dabei? Bruder, ich freue mich schon. 500 Euro plus rein in meine Tasche. Ich bin dabei, Junge. Man muss sagen, letztes Mal hat ja Lumex gewonnen. Muss man auch an der Stelle sagen. Aber egal, wir gucken mal. Ich lade dich jetzt erstmal ein. Und wir gehen rein jetzt gleich mal. So, Leute, wir gehen jetzt in eine Runde rein. Ich habe mir heute den stinkenden Gargamel geholt von den Schlümpfen. Und du bist ein Schlumpf. Ich habe auch hier den stinkenden Gargamel im Discord tatsächlich. Wir sind gar nicht auf Discord. Wir sind gerade in der Telefonleitung, aber sag's keinem. Ja, perfekt. So, super Lava Slide. Ich hab. Oh, guck mal, ich stink einfach mit dem Skin, ey. Guck mal, wie ich stink. Lava Slide, Bro. Das ist das hier. Oh mein Gott, bin ich richtig kacke. Oh nein. Echt jetzt? Oh nein. Ja, ich kann die Map gar nicht, Bro. Bro, du darfst ja auch deine Emotes und so einsetzen, ne? Nicht vergessen. Ja, aber die Map ist halt einfach kompletter Müll. Digga, du bist da gerade nicht vorne gestorben, oder? Junge, die Map ist. Map ist halt einfach. Junge, die Map ist so ein. Wer hat sich denn diese Map ausgedacht, Bro? Sag mal ehrlich, bitte. Ja, Leute, die das können, haben ja gar kein Problem damit, Bro. Das Ding ist, ich frag mich, wie du gestern gegen mich gewonnen hast eigentlich. Wie ging das, Leute? Ich habe einfach gegen Lügner Lumex verloren gestern. Seville, wie geht das? Das ist ein ganz einfacher Hase. Wenn man ein IQ von minus 5 hat, dann wird das sehr schwer gegen mich zu gewinnen. Ach, minus. Ja, so. Dein IQ befindet sich im Minusbereich tatsächlich. Okay, Bro. Hä? Lol, den Sprung schafft man gar nicht da hoch. Tatsächlich, ich dachte, das schafft man, Leute. Oh. Oh mein Gott. Bist du schon im Ziel drin? Ich bin noch nicht ganz im Ziel, ne? Junge, diese. Ich hasse diese Map über alles, ne? No joke jetzt. Also, Bro, ich bin runtergefallen! Hä? Du bist so kacke. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ja, nein, hast du mich gesehen? Wo kamst du? Hast du mich nicht gesehen? Nein, Bro, wo warst du? Ich war dahinter, ich wollte dich pranken, aber der, wow, du bist ja richtig cool, Seville. Warte, hier einmal ganz kurz bitte Applaus für dich nochmal hier an der Stelle, ne? Danke, der Lavaball hat mich erwischt, sonst wärst du komplett untergegangen. Aber, Bro, guck mal, lass uns mal in der nächsten Runde ein bisschen boxen, ich will deine Emotes sehen. Ja, das ging halt auf der Map sehr schwer, weil man halt so am Sliden war die ganze Zeit. Ja, wir müssen ein bisschen Glück haben mit den Maps, Leute, das stimmt schon. Aber jetzt bekommen wir hoffentlich eine gute Map. Bro, es sind alle rausgeflogen. Es sind einfach alle rausgeflogen, holy moly. Okay, Cannon Climb. Das ist eine gute Map tatsächlich. Und hier kommen 8 Stück weiter, obwohl wir nur zu zweit sind, Bro. Guck mal, jetzt können wir hier so ein bisschen Faxen machen. Zeig mal deinen stärksten Emote, den du hast. Komm mal her. Komm her, willst du sehen? Komm mal hier willst hoch. Willst du sehen? Bleib stehen. Zeig mal. Nimm das, Junge! Alter, Bro. Oha, okay. Jetzt zeig ich dir meinen stärksten Emote, okay? Ja, okay, zeig. Gut, oder? Nee, was bist du denn für ein Loser, hä? Der hat doch jeder. Warte mal, hier. Mein Controller. Warte mal. Ah, Junge. Guck mal, der hat doch jeder. Chill mal kurz meinen Controller.
Okay, Leute, ich bin gerade gemutet. Das Ding ist, er denkt jetzt so, ah, ich habe normale Emotes, deswegen habe ich das gerade mit dem Kick-Emote gemacht. Aber wir fangen jetzt bald mal an, mit den richtigen Emotes so ein bisschen rumzupranken. Hallo? Hallo, hallo? Yo, wieder da, Bro. Ich mein Controller gerade umgeschmackt. Wie lange brauchst du für Controller einstellen, Junge? Was machst du denn? Ich habe doch auch gerade ein bisschen Kack-Internet. Komm mal zu mir kurz. Komm mal her. Ja, Junge, komm her jetzt hier, Junge. Er schafft nicht mal den Sprung. Junge, sei leise. Komm her. Ha, komm her. Trau dich. Bro, wie kacke bist du? Bitte. Ja. Bitte. Bro. Warte mal. Wie schlecht bist du in Stumble eigentlich? Was laberst du? Was für schlecht, Bro? Und du bist Stumblegeist-YouTuber und noch andere... Leute, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wir sehen uns gleich mal in der nächsten Runde. So, Monopoly Rush, ich kenne die ein oder anderen Tricks. Und hier, Bro, müssen wir auf jeden Fall jetzt... ungelogen noch nicht ein einziges Mal gespielt. Noch nie gespielt, so ich zeig jetzt meinen besten Emote, Digga. Zack, ja. Junge! Hast du gesehen? Sag mal, hast du heute für einen Clown gefrühstückt oder so, Bro? Sag mal ehrlich. Ja, warum hast du damit ein Problem? Komm mal her, Digga. Komm mal her. Bleib mal stehen. Komm mal her. Jetzt bleib doch mal stehen. Ja, ich bleib doch stehen. Hä, was war das denn? Das war Boxemove, du Dummkopf. Hä, das sah voll komisch aus. Komm her, ich mach nochmal. Das war doch kein Boxemove, Bro. Chill doch, Bro, warum? Chill doch, ich hab Boxemove eingesetzt. Stopp, das ist doch kein Boxemove, Bro. Was ist das? Bleib mal hier, warte. Wo bist du? Bleib mal hier. Guck, ich box dich jetzt. Siehst du? Hä? Der sieht übel komisch aus, Diggi. Du hast eine voll so eine große Hand irgendwie. Nein, warte. Komm mal nochmal her. Lass mich mal. Guck mal nochmal. Digga, hör auf jetzt. Guck mal her. So sieht Boxy Maut aus, Bro. So. Hä? Hab ich doch auch gemacht, du Dummkopf. Nein. Du hast keinen Boxy Maut benutzt, Bro. Bro, safe. Was geht bei dir? Mach nochmal. Komm her. Guck, hast du gesehen? Ich hab's nur nicht getroffen, Dummkopf. Digga, du hast irgendwas in der Hand, Bro. Weil. Entweder bist du blöd oder du hast Tomaten auf den Augen. Ich schwöre, du hast irgendwas in der Hand, Digga. Ist mir jetzt egal, ich will auf jeden Fall gewinnen. Junge! Was denn? Wir haben doch gesagt mit Box-Emote. Was mit dir? Hä? Warte, du hast irgendwas anderes. Ich flieg voll weit weg die ganze Zeit. Ja. Was gibt's denn anders für Emotes jetzt in Stumble Guys? Sag mal an. Du bist ja Stumble Guys Profi. Es gibt noch unsichtbare Emotes, so Ball-Emotes und so, aber ich weiß nicht, was du vielleicht cheatest oder so, weiß ich ja nicht, Digi. Ja, die Cheat-Zeiten sind schon längst vorbei, Bro. Ich bin ein richtiger Creator, ich darf das nicht mehr machen. Das weißt du schon, ne? Also. Weißt du schon, ne? So, ich warte jetzt mal im Ziel auf dich, du Noob. Guck mal, Leute, ey. Ja, komm doch her. Komm her, ich warte. Ja, komm doch her. Du bist unten schon, hä? Wie warst du denn? Komm her. Guck, hast du gesehen, das Box-Emote? Bro, das ist doch... Digga, der Box-Emote... Ja, Junge, du bist so kacke. Digga, also ich... Ja. Ich hab dich auch gewinnen lassen, du Spacko. Du warst übel weit hinten, Bro. Bro, ich wusste gar nicht, was das Ziel ist, ne? Ich hab gedacht, da geht's weiter. Aber egal. Ich hab dich natürlich gewinnen lassen, ne? Natürlich. Aber egal. Erste Runde geht an Lumix, Freunde. Ey, Digga, ich muss mal ganz kurz aufs Klo gehen. Ich komm gleich mal wieder. Chill mal kurz, Leute. Okay, Leute. So, ihr habt's gerade gesehen. Wir haben jetzt den ersten Mode eingesetzt. Und wir werden jetzt noch ganz auf die Spitze treiben. Wir werden jetzt nochmal eine Runde machen. Hauen dir die ganze Zeit um und setzen jetzt den Funbender ein. Weil da kann ich sagen, das ist auch ein Box-Emote. Mal gucken, wie er dann ausrastet. Junge! Bist du da, Junge? Was machst du da? Ja, ich bin wieder da. Ich mach doch jetzt gerade Lobby. Ich mach doch gerade Lobby. Wie wär's, wenn wir 3 Eliminierungskarten jetzt machen? Das wäre auch geil. Wie wär's, wenn du einfach Stumblegeist löscht? Bro, ich frag mich echt, was für ein Humor du hast, Junge. Von wem du den hast, den Humor? Von Gargamel, persönlich. Von Gargamel. So, ich würde sagen, im Finale spielen wir meine Lieblingsmap. Ne, weil ich will natürlich gewinnen hier. Zack, Lumi, kannst reinkommen. So. Lavaland, mein Freund. Und Lavaland. Ich habe jetzt wieder so einen Skin dabei, den du nicht hast, weil du ein Noob bist, Bro. Den haben nur gute Leute. Ja, freust du dich? Willst du euch jetzt einen Keks geben, Bro? Willst du einen Keks haben? Boah, so ein Cookie mit Chocolate wäre schon nice, Bro. Ja. Digga, pack mal deinen komischen Handschuh da weg, Junge. Was ist das denn? Was willst du? Hier, mach Abgang. Du machst doch Brandzeit-Box-Emote, Digga. Junge, du hast irgendeinen komischen Hacker-Emote. Was willst du von mir? Bro. Du nennst mich noch einmal Hacker, sonst werde ich aus dem Programm wieder geschmissen bei StumbleGuys. Wehe. Ich bin kein Hacker, hast du mich verstanden, Bro? Dann hagelst aber ganz gewaltig.
Leute, alle in die Kommentare schreiben, dass Sam ein Hacker ist. Digga, nein, hör auf, ich werde echt gekickt aus dem Programm, Bro. Digga, hör mal auf jetzt. Digga, er übertreibt komplett, Leute. Was soll das? Alle Sammelgeist melden, Leute. Nein! Hör auf. Ey, komm mal her, ich zeig dir wieder meine Emote. Ey! Wieder nicht getroffen. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Zeig doch. Komm her, komm her. Mach jetzt normalen Boxing-Mode. Versprich normalen Boxing. Digga! Bleib doch mal stehen, wenn ich dir das sag, bitte. Ja, Junge, ich bleib doch stehen, aber du musst halt einfach auch treffen, Junge. So. Ja, okay, komm, zeig mir jetzt deinen Boxing-Mode. Aber den, mach den normalen, okay? Ja, normalen. Ich mach den normalen. Junge, das ist... Bruder, ich bin voll weit weggeflogen. Ich bin wegen dir gestorben jetzt. Was laberst du? Wie? Ich hab gesagt, normalen Boxing-Mode. Normal, nicht diesen komischen Schnecker-Mode. Ach, das war's... Das warst du. Wie weit bin ich weggeflogen? Ach, Digga. Ja, toll, jetzt gewinnst du. Freust du dich jetzt? Ich hab ne Krone, Bro. Was soll ich dir sagen? Willst du jetzt den Keks haben, Bro? Ich hab ne Krone. Ja, 1:1 steht's. Ja, steht ein... Bro. Hör auf, Hacker. Ich hab gesagt, hör auf, Hacker zu sagen, Bro. Ich werd rausgeschmissen. Was ist mit dir? Du hast Hacker-Emote benutzt. Was laberst du? Natürlich. Junge, du bist genau so weit geflogen wie mit einem Dinger. Laber mich jetzt nicht voll, Digga. Scheiße, ich mach jetzt genau nochmal eine Runde und dann zeige ich dir meinen Box-Emote nochmal. Ja, ich bin voll lange auf dem Boden gestunt gewesen. Ich konnte nicht mal aufstehen, Digga. Ja, 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 ja. Ey, ich muss wieder aufs Klo. Was ist los heute bei mir? Warte, ich bin gleich wieder da. Okay, Leute. So, wir haben jetzt ein bisschen Box-Emote gemacht. Jetzt fangen wir an mit dem Pfannenwender. Box-Emotes, dieser eine sieht ja so ein bisschen aus wie Box-Emote. Aber jetzt kommt der Pfannenwender und der sieht ja überhaupt nicht so aus wie ein Box-Emote. Mal gucken, was er da gleich sagen wird. So, wieder da. Ich mache jetzt gerade hier die Maps Bruder, so ein bisschen. Ich bin schon eingeschlafen. Ich schlaf schon. So, ich würde sagen, ja, schlaf mal weiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt coole Maps rein. Und gleich steht es 2:1 für mich, würde ich sagen. Zack, bist okay. Bist jetzt fertig mit deinem Geschnacke? Yeah, let's go. So, spin, go round. Dritte Runde. Ich glaube, die Map kennst du vielleicht nicht, weil du ja so wenig Sammelgeist spielst. Also, jetzt hau ich die Emotes richtig raus, Bro. Ich muss schon sagen, es steht 1:1. Wollen wir mal gucken jetzt. Welchen Skin hast du dabei? Ich hab immer noch Papa-Schlumpf, Junge. Und du rennst da vor mit deinem komischen Gaga-Mist. Komm mal her. Ja. Ja, was willst du denn? Digga, was ist das denn? Box-Emote. Hast du gerade so eine Zange in der Hand gehabt, Bro? Digga, du sollst aufhören zu cheaten, hab ich gesagt, Junge! Bro, hör auf, mich Cheater und Hacker zu nennen. Entweder bist du blöd oder du halluzinierst. Was für... Bro, du sagst zu mir, ich habe keinen Box-Emote. Bro, Box-Emote sieht so aus. Mit der Hand. Siehst du das? Mit der Hand. Du hast eine komische Zange in der Hand, Bro. Komm her, komm her, komm her. Guck, hast du gesehen? Digga! Ja, was? Du bist halt so schlecht, ne? Mach doch Mods aus, wenn wir zocken, Digga. Wenn wir Kronplättel machen, mach doch ohne Hexer. Musst du Hexer machen? Warum? Ich habe schon ein halbes Jahr ohne Mods oder sowas gemacht. Du nimmst, glaube ich, jedes Stumblegeist wieder mit Mods auf. Bitte, lass mich nicht reden. Was laberst du? Du hackst die ganze Zeit. Ich hab keine Zange in Stumblegeist, Bro. Du hast eine, nicht ich. Er sagt zum Hacken, ich benutze einfach so den gleichen Box-Emote. Bro, du hast Kopfschmerzen, hast du vorhin gesagt. Vielleicht liegt es daran. Du bist halt so unlustig, ne? Du weißt, dass ich Kopfschmerzen habe und lässt mich doch so rumschreien. Echt schade von dir, Seville. Schade. Nein, warum regst du dich denn auf, du Dummkopf? Du normale Box-Emotes. So schade von dir, wie du mit deinen Freunden umgehst. Schade von dir. Wir haben gesagt, wir dürfen Emotes benutzen. Ich habe Box-Emote benutzt. Was ist das Problem? Ja, nee, ich falle gleich vom Stuhl wegen Kopfschmerzen, Bro. Dann bist du schuld. So. Ja, dann bist du schuld, wenn keine YouTube-Videos online kommen. Dann bist du schuld. Nein, ey, das will ich natürlich nicht. Komm, okay. Ich mache jetzt wieder mein Box-Emote rein, okay? Ja, habe ich ganz schön gesagt. Mach normale Emotes, Bro. Wo bist du denn? Komm mal her. Aber pass auf, dass du nicht runterfällst, weil du bist ja so ein Noob. Guck, jetzt habe ich sogar eine Banane geworfen wegen dir. Ja, Banane ist ja okay, Bro. Banane ist okay. Oder Box-Emote ist auch okay. Hey! Hey, du hast jetzt gemacht. Lass das mal jetzt bitte. Ja, das war normaler Box-Emote, Junge. Hä? Ja, ich kann jetzt auch sagen, Hacker, ich sehe irgendeinen Funwender, wie du sagst. Er sieht Funwender, alles klar. Ja. Bro, entweder du beruhigst dich. Ich glaube, das sind die Kopfschmerzen, die ich ein bisschen halluzinieren lassen, glaube ich. Ja, du musst mal aufhören, deinen Hex benutzen, Bro. So, guck jetzt. Ich zeig dir jetzt meinen neuen Emote. Meinen neuen Box-Emote anscheinend. Hier, zack. Boom, hast du gesehen? Weg. Junge! Nein, ja. Ich hab's genau gesehen. Du hast so ein komisches Pfann-Ding. So ein, die man so zum Pfannkuchen wenden nimmt. Diese Zange da. Ich hab's... Bruder, ich seh's doch! Hör auf mich anzulügen, Digga! Sag mal, bist du komplett gestört, Digga? Ja, hier. Komm her. Hier. Denkst auch, ich bin dumm, ne? Denkst auch, ich bin dumm hier, ne? Junge! Hä? Runter mit dir! Wie hast du mich runtergehauen? Ja, ich hab auch Hacker-Emotes. Was willst du jetzt? Du fliegst runter, du bist so kacke!
Ja, ja. Jetzt pass mal auf, Bro. Guck mal, du boxst einfach die Leute runter, du Assi. Hier. Yeah. Hör, was willst du machen, Junge? Runter mit dir! Ey, nein, hör auf, hör auf! Nein, ich bin auch runtergefallen. Ja, das ist so kacke. Bro, hör doch auf, Digga. Ey, chill. Okay, warte, chill. Ich mach einen Kompromiss mit dir, chill. Ja, okay. Okay, warte. Nein, Junge! Der NPC hat mich runtergeschoben. Ich hab gewonnen. Oh mein Gott. So respektlos, Bro. Letzte Runde. Du hast gecheatet, das zählt nicht, Bro. Du hast Ey, Bro, ich muss benutzt. Übel aufs Klo das wieder. Zählt ich hab's. Nicht. Ey, Bro, tut mir leid, ich muss übel aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Chill. Du musst zum vierten Mal auf. Leute, ich bin wieder gemutet. Jetzt rüsten wir nämlich den normalen Emote aus und verarschen den jetzt. Wählen den normalen Emote, den Emote und wieder den normalen Emote, damit er denkt, er ist wirklich verrückt geworden. So, warte mal. Nehmen den einfach mit. So, hallo, Bruder, wir müssen auf Klo, Alter. So, wieder da, Bro. Ich filme gerade nur einen neuen Skin aus, sorry. Digga, ey. Sag mal, so. Was ist mit deiner Blase los, Bro? Geh mal zum Arzt, Alter. Na, alles gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt Random Maps. Ich lade dich jetzt mal ein. Und dann gucken wir bla, jetzt mal. Bla, bla, bla. Ich steht 2-1 für mich übrigens. Und, Alter. Du kannst auch mit Schnagen, Bro. Hä, dann hörst du dich so an. Voll komisch. Wow. Hier, Applaus, Leute. Danke. So, letzte Runde. Wenn ich jetzt gewinne, habe ich gewonnen. Dann bekomme ich 500 Euro. Und wenn du gewinnst, ist es unentschieden und niemand bekommt was. Aber so wie ich mich kenne, gewinne ich. Ja, freu dich. Aber jetzt mal ohne Spaß, lass es echt mit dem Hacker, Bro. Ohne Spaß jetzt. Kein Joke. Lass das Bro, jetzt mal ohne Spaß. Ich sag dir die ganze Zeit, lass normal spielen. Du musst die ganze Zeit übertreiben und irgendwelche Hacker-Emotes benutzen, Bro. Du bist halt der Böse, nicht ich. Bro, ich habe ganz normale Emotes dabei. Ich weiß nicht, was mit dir falsch ist. Guck, ich zeig jetzt wieder den Emote, den ich dabei habe. Komm her. Ja, komm, zeig deinen komischen Pfannwender-Emote. Komm, zeig her. Ja, ich zeig ihn dir. Warte. Ja, wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Digga, du bist irgendwo in der Menge. Hä, wo bist du? Was hast du denn, Bro? Was für ein Skin Popcorn. Hast du? Popcorn süß. Ja, dann, ich bin hier wieder. Papa Schlumpf. Ah, hier bin ich. Pass auf, hier. Ja, stopp. Ey, hör mal. Er sagt, ich soll keine Emotes benutzen. Komm her jetzt. Siehst du? Boom. So ein Dummkopf, Digga. War das dieser Feuer-Emote, Bro? Feuer-Emote. Box-Feuer, ja. Feuer-Box-Emote. Kennst du doch. Oder nicht? Hä? Ja, aber du hast sonst diese Zange gehabt die ganze Zeit, Bro. Wo ist die Zange hin? Ey, Bro, ohne Witz. Entweder du holst jetzt einen Arzt oder irgendwas stimmt bei dir nicht. Digga, was glaubst du? Ich hab doch gesehen, wie du eine Zange benutzt hast die ganze Zeit, Bro. Ich zeig's dir nochmal. Ja, zeig. Wo bist du? Ah, du bist weit hinten natürlich. Ach, Digga, wie weit hinten der ist. Der fliegt einfach gegen Bots raus. Komm mal her jetzt. Ach, Junge, komm hör her. Auf, so frech zu sein, Savio. Echt komm her, bleib stehen. Komm, mach Zange. Junge, mach dir eine Zange doch jetzt, Digga. Hallo, du kleiner Dummkopf. Wenn es ein anderer Emote wäre, jeder Emote ist anders. Du würdest anders weit wegfliegen, Bro. Was ist mit dir? Junge, du bist so... Ey, Savio, ne? Ich weiß nicht. Nein, Digga, jetzt mal ohne Spaß. Ich bin jetzt runter wegen dir. Ja, ne, du bist wieder am Hacken, Bro. Hier, Würfel kommen auf mich geflogen, Bro. Bro, hör auf, Hacker zu sagen. Ich fliege aus diesem Stumble-Programm raus. Dann kann ich meine Community keine Beta mehr... Hacker! Bro, hör doch auf, Digga. Hör du auf, gegen mich zu hacken, Bro. Bro, ich warte jetzt... Ich warte vorne auf dich, okay? Und dann zeige ich dir wieder meine Emote. Ja, mach. Ja, warte, chill. Warte. Nee, warte nicht durchs Ziel. Chillt euch, ich will dir meine Emote zeigen. Ja, wo bist du denn? Ja, Schuldi. Alter, wie du ausrastest. Bist du hin, oder was? Du bist wieder vorwärts hinten. Hier, ja, komm mal her. Komm, mach Zange jetzt. 3, 2, 1. Siehst du, wie der normale Boxen läuft. Ja, Junge, was für normal, das war die Zange, Bro. Also entweder du beruhigst dich jetzt. Nein, Bro, ich schwöre, ich habe es 100% gesehen, du hast irgendeine Zange, Bro. Ich will's in deiner Aufnahme sehen. Ich will's in deiner Aufnahme sehen. Ey, Leute, ihr könnt mach Bildschirmübertragung an. Die Leute, die werden in die Kommentare schreiben, das ist ein Box-Emote. Mach Bildschirmübertragung an. Ich will gucken, dass es rauskommt bei dir, wenn ich das einsetze. Ich hab Bildschirmübertragung an, du musst noch reinkommen, Bro. So, zack, okay. Oh, Barbie Dream Dash, perfekt. So, also, ich setze jetzt wieder den anscheinend Funwender-Emote ein. Und dann sagst du mir, ob da Box-Emote rauskommt, okay? Ja, komm her, ich bin in der Mitte. Er ist jetzt egal hier. So, komm mal her. Also, ich setze jetzt wieder den Funwender-Emote ein. Weil du ja sagst, ich habe einen Funwender-Emote. Siehst du? Ne? Bro, Junge, bei mir... Du hast irgendeinen anderen Emote gemacht, Bro. Das war wieder Feuer-Emote. Bro, ich hab's doch gesehen. Er zeigt zwar oben nicht an, aber es war Hand mit Feuer mit Faust. Digga, du bist so am Lügen die ganze Zeit, ne? Du bist so am Lügen, Bro. Komm her. Ja, gar nichts. Ja, gar nichts. Hey! Digga! Bist du blöd? Bleib stehen. Ich zeig's dir. Na, geh weg, Digga. Du cheatest. Ich hab's gesehen, du hast irgendeinen komischen Riesenhand-Dingens-Emote da benutzt, Bro. Ja, und warum sollte ich das haben?
warum sollte ich das denn schon haben und alle anderen nicht? Du hackst, Bro. Digga, hör auf, sowas zu sagen. Ich sag's dir nochmal. Ja, aber du machst es ja, Bro. Es ist ja nicht gelogen. Es ist ja so. Digga, wenn ich wegen dir aus dem Programm rausflieg, okay. Digga, ich bin raus, Digga, wegen dir. Danke, Bro, für gar nichts. Ich hab gewonnen. Ich will meine 500 Euro haben jetzt. Es war unentschieden. Was, es steht 2-1 für mich. Was laberst du? Ich geb dir doch keine 500 Euro, wenn du cheatest, Digga. Ich hab gewonnen. Bruder, du cheatest. Du hast irgendwelche geilen Mimos benutzt. Ich kann... Bruder, guck mal. Du bist am... Komm in meinen Stream rein, ja? Bist du drin? Ich seh's, ja. Ich geh jetzt in den Spind rein. Guck ja, dir okay an. Ja, ich guck jetzt die Emotes. Schau, siehst du, ich hab die Emotes. Ja, die hab ich doch ja auch. Die hab ich doch ja auch. Es gibt keinen komischen Zang-Emote hier. Der ist nicht im Spiel. Das heißt, du musst ihn dir ercheatet haben, Bro. Er ist nicht im Spiel drin, Digga. Wie soll ich mir was ercheatet haben, wenn er nicht mal gesperrt ist? Du kannst dir keine Sachen... Ja, weil du ihn einfach bei dir nur freigeschalten hast, Digga. Bro, siehst du, was ich hab? Die hab ich alle hier. Siehst du, warte, ich mach Bildschirmübertragung an. Siehst du, nee, bei meinen Emotes rechts? Ja, das... Du, guck mal, was du ausgerüstet hast, Bruder. Was ist was das? Was denn? Ich hab gar nichts aus. Hä? Ja, jetzt hast du es weggemacht. Bro, bitte, Lumix, hör mir ja auf. Ja, Digga, lösch dich. Du bist am Cheaten, Digga. Bro, du guckst doch was. Ich alleine, Bro. Nah, ich hab doch hier Digga, die Emotes. Nah, ich hab doch hier die Special Emotes. Bro, ich bin raus. Ciao. 500 Euro. 500 Euro. 500 Euro. Leute, Lumix ist halt Retalk gelieft, ne? Soll ich aufdecken? Ach, egal, komm, ich deck's nicht auf. Der wird schon checken in meinen Videos. Checkt auf jeden Fall gerne Lumix aus, Freunde. Wir haben ein bisschen hops genommen. Und ja, Mann, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.